Frau Schneider, guten Tag. Nehmen Sie mal Ihren Platz. Frau Schneider, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Das wissen Sie natürlich. Wenn Sie was Falsches sagen würden, würden Sie sich strafbar machen. Das mache ich. Sie heißen Heide und Schneider, 39 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind verheiratet, Hartz-IV-Empfängerin. Und Sie sind die Mutter der Angeklagten. Ja. Als Mutter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen. Wie wollen Sie es denn halten? Es tut mir sehr leid, dass ich heute hier auch aussage, aber ich fühle mich einfach so verpflichtet. Ich möchte, dass meine Tochter endlich aufwacht, dass sie aufgerüttelt wird. Also Ihre Tochter ist ja angeklagt, weil sie ihre beste Freundin oder sagen wir ehemals beste Freundin Jasmin Ansbach am 26. September in der Diskothek Twilight in den Heizungskeller gesperrt haben. So ein Grund soll gewesen sein, dass Ihre Tochter sich sehr darüber aufgeregt hat, dass die Frau Ansbach nicht nach Hause wollte und das Nachhausefahren lange hinauszögern wollte. Ja? Ja, das weiß ich. Und ich traue es ihr auch zu, dass sie ihre Freundin dort eingesperrt hat in der Diskothek. Also ich traue ihr das absolut zu. Sie war an dem Abend sowas von hysterisch, als sie mit mir telefoniert hat. Wenn es um Jonas geht, da kennt sie keine Grenzen, da ist sie unberechenbar. Also Jonas ist ihr Enkel und ihr Kind. Erzählen Sie doch mal von dem Telefonat. Eigentlich wollte ich an dem Abend gar nicht mit ihr telefonieren, weil ich war ganz froh, dass sie endlich mal weggegangen ist und dass sie endlich mal ihre Freizeit und Freiheit genossen hat. Es war ihr freier Abend. Allerdings habe ich dann so gegen 10:15 eine SMS von ihr bekommen, in der sie gefragt hat, wie es Jonas geht. Da habe ich einen ganz dummen Fehler dann begangen. Welchen Fehler? Tja, ich war ehrlich. Ich hätte einfach schreiben sollen, dass alles bestens ist. Dann säßen wir heute nicht hier, weil dann wäre das alles hier nicht passiert. Aber ich war leider ehrlich. Ich habe ihr geschrieben, Jonas geht es nicht so gut, er hat ein bisschen Fieber, ich habe schon ein Erkältungsbad gemacht. Und zwischenzeitlich schläft er auch ganz friedlich. Aber ich nehme an, das hat sie in ihrer Panik gar nicht mehr gelesen. Also, natürlich habe ich das gelesen. Ich habe mir nur totale Sorgen gemacht um Jonas. Schließlich war er ja ganz gut aufgehoben. Ich hatte ja alles gut im Griff. Ja, das glaube ich weniger. Hat Ihre Tochter bei dem Telefonat auch erwähnt, wie sie das mit Jasmin Ansbach regeln würde? Ich meine, immerhin waren die beiden ja zusammen mit einem Auto unterwegs. Sie hat gesagt, es ist ihr total egal. Die kann in der Diskothek ruhig versauen. Sie hätte mal eine Abreibung verdient, weil sie kann sich eh nie in ihre Lage hineinversetzen. Und sie ist total egoistisch. Ja, das stimmt ja wohl auch. Ich war einfach nur wütend, aber deswegen sperre ich Jasmin und nicht gleich das in den Keller. Sie waren bei dem Telefonat schon richtig wütend und sind noch wütender geworden, als sie dann gemerkt haben, dass ihre Freundin ständig künstlich den Abend in die Länge ziehen würde, weil sie endlich nach Hause wollte, zu Jonas eben. Ja, das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Wenn es um Jonas geht, da ist mit ihr nicht zu spaßen. Ich habe mir Sorgen gemacht um meinen Sohn. Das ist ja wohl verständlich. Aber dass du es nicht einmal verstehen kannst, nicht einmal stolz sein kannst auf mich, was ich tue, ständig, für Jonas und mich. Dass ich alles selber finanziere für uns beide. Also erstens war Jonas nicht schwer krank, sondern er hat bereits schon geschlafen. Und zweitens hatte ich die Sache sehr gut im Griff. Denn ich denke, ich kann sehr gut mit einem Zweijährigen umgehen. Ich bin ja schließlich auch Mutter. Und ich denke, ich hatte die Sache ganz super im Griff. Das sind Erfahrungswerte, was du hast. Deswegen, genau deswegen hast du ihn noch heute abgeschoben. Er ist nicht abgeschoben, er ist bei seinem Vater. Aber ich wollte, dass Papa auf ihn aufpasst. Er ist bei seinem Vater, das ist ja gut aufgehoben. Naja, also da muss ich mich schon mal einmischen. Das hat sie zu entscheiden als Mutter. Ja? Und wenn sie will, dass der Jonas den Nachmittag beim Opa verbringt, dann können Sie nicht einfach den Jonas zu seinem Vater bringen. Ja, demnächst passe ich einfach wieder selber auf meinen Sohn Jonas auf. Dann weiß ich wenigstens, wo er ist und dass es ihm gut geht. Du sollst dich nicht so isolieren, du sollst dein Leben genießen, du sollst deine Jugend genießen, du sollst ausgehen. Mit 30 machst du dir Vorwürfe, dass du das nicht gemacht hast. Auch selbst wenn, dann ist das mein Problem. Dann ist es wirklich mein Problem. Außerdem, ich bin total zufrieden im Moment, so wie mein Leben ist. Du könntest mal stolz auf mich sein, was ich alles hinbekomme. Ich will noch das Beste für dich. Das Beste. Ja, guck doch mal, was ich wirklich alles leiste. Ich gehe arbeiten, ich habe die Tagesstätte damals selber ausgesucht. Ich wohne zwar noch bei euch, aber ich finanziere alles selber. Und außerdem, guck dir mal an, was andere 18-Jährige oder 19-Jährige in dem Alter machen. Weißt du, die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, die hat ja wohl noch keinem Kind geschadet. Die Liebe, die zu große Liebe zwischen Mutter und Kind ist auch nicht gesund. Ein bisschen Abstand braucht man, braucht ein bisschen Freiraum für sich selbst. Aber mit dir ist wieder nicht zu reden. Das ist, glaube ich, ein Thema, da könnte man lange diskutieren. Vielleicht reden wir am Schluss noch einen Moment drüber. Hat Ihnen, das ist jetzt hier wichtig für den Fall, hat Ihnen Ihre Tochter, als sie dann wieder zu Hause war, gesagt, wie sie das mit der Jasmin Ansbach geregelt hat? Nein, und ich habe bei der Stimmung auch nicht mehr danach gefragt. Weitere Fragen? Keine. Danke, da dürfen Sie Platz nehmen bleiben. Unvereidigter Zeuge Paul Kreuz, bitte. Herr Kreuz, hallo. Sie bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann würden Sie sich strafbar machen. Ja, natürlich. Sie heißen Paul Kreuz, 23 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig, Barkeeper, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Und Sie wissen, worum es heute geht. Die Angeklagte soll am Abend des 26.09. ihre Freundin, die Jasmin Ansbach, da im Twilight, im Keller, in den Heizungskeller gesperrt haben. Und zwar, weil es um einen Streit ging, wann man denn nach Hause fährt. Bei der Flucht, bei der versuchten Flucht aus dem Heizungskeller hat dann die Frau Ansbach sich schwer am Rücken verletzt. Sie ist ein Barkeeper dort im Twilight und haben auch gearbeitet an dem Abend, oder? Ja, genau. An dem Abend habe ich dort gearbeitet und generell arbeite ich halt dort, um meine Abendschule zu finanzieren. Und die will ich halt besuchen, damit ich halt irgendwann was Ordentliches werde. Architekt oder so finde ich halt ganz cool. Haben Sie an dem Abend auch die Angeklagte oder die Jasmin Ansbach gesehen? Ja klar, die waren immer wieder auf der Tanzfläche und haben sich halt hin und wieder einen Drink bei mir geholt. Und ich habe jetzt nicht den ganzen Abend beobachtet, die beiden, aber immer wenn ich die beiden gesehen habe, die waren voll gut drauf und haben sich auch gut verstanden. Also bis 11:30 halt, da stand Jasmin auf einmal vor mir, blutüberströmt und war total sauer, verständlicherweise natürlich. Sie haben dann, glaube ich, den Notarzt... Genau, wir haben einen Notarzt gerufen, der kam auch sehr schnell und hat ihr dann geholfen. Ja, so viel zu Jasmin. Und wann haben Sie die Angeklagte zum letzten Mal gesehen? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich dachte eigentlich, dass sie um 11:30 noch da gewesen wäre. Aber Jasmin meinte, dass irgendetwas mit ihrem Sohn wäre und dass sie daraufhin wohl abgehauen wäre. Wussten Sie denn eigentlich schon, dass die Angeklagte Mutter eines 2-jährigen Sohnes war? Nee, das wusste ich noch nicht. Also wir waren zwar ein paar Mal Kaffee trinken, aber da haben wir immer über andere Sachen gequatscht. Ich hätte es dir irgendwann erzählt, aber es hat sich halt nie der richtige Moment ergeben. Ja, hey, das ist auch gar kein Problem, dass du schon Mama bist. Im Gegenteil, ich finde das eher cool, wie du das Ganze so managst mit dem Kleinen. Da bist du auch der Einzige hier. Ja, aber immerhin. Gut, und an dem Abend, als der Notarzt dann bestellt war für die Jasmin Ansbach, wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann sofort Lena angerufen und ihr Sache erzählt, was mit Jasmin passiert ist und dass die dann im Krankenhaus liegen würde. Und wie hat sie auf die Nachricht reagiert? Ah, Lena war total geschockt. Also sie konnte überhaupt nicht fassen, dass Jasmin jemand in den Keller eingesperrt hat und dass sie sich so schwer verletzt hat. Also sie war wirklich total von der Rolle und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie was mit der Sache zu tun hat. Also irgendwie überrascht es mich nicht, dass gerade Sie der Angeklagten die Tat nicht zutrauen und Sie auch noch so schön für sie aussagen. Aber ich gebe ja zu, ich mag Lena wirklich sehr gerne, ja. Aber deswegen würde ich schon längst nicht vor Gericht lügen, ja. Und ich kann mich echt nur wiederholen, Lena war total geschockt, als ich sie angerufen habe. Und sie hat zu mir noch gesagt, dass ich zu Jasmin ins Krankenhaus fahren soll, damit wenigstens einer bei ihr ist. Und sie selbst wäre bestimmt auch hingefahren, aber sie konnte halt nicht weg wegen ihrem Sohn. Ja, ich habe mir total Sorgen gemacht um Jasmin. Genau, das habe ich auch wirklich gemerkt. Ja, ja, wer es glaubt. Oh, boah, Jasmin, Lena war wirklich geschockt, das kannst du mir glauben. Sie hat damit nichts zu tun. Ach, wer war's denn dann, bitteschön? Wo soll ich das denn wissen? Aber ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn du dich wieder mit irgendeinem gestritten hast, Herr Disco, der dich dann unten eingesperrt hat. Komm, ich habe mich mit überhaupt niemandem angelegt. Ja, Lena hat mich da unten eingesperrt, weil ich nicht heim wollte. Deswegen war sie so sauer auf mich. Das habe ich überhaupt nicht. Außerdem haben Sie sich sehr wohl mit jemandem angelegt, Frau Ansbach. Ach ja, das wüsste ich aber. Ja, mit Tobias Bergmann. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Also ich habe Ihnen doch eben schon gesagt, dass zwischen uns beiden alles cool war, oder? Für mich steht nach wie vor fest, dass Tobias Bergmann der Täter ist und Jasmin Ansbach in dieser Nacht weggesperrt hat, um seine Spuren verwischen zu können. Also, Tobi kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der hat doch gar nichts gemeinsam mit Jasmin. Naja, die Frau Ansbach hat uns vorhin gesagt, dass es da zwischen ihr und dem Tobias Bergmann eine geheime Absprache gegeben habe. Eine Absprache? Welche Absprache denn? Da soll es um illegal heruntergeladene Musik- und Filmdateien gegangen sein. Die soll der Herr Bergmann irgendwie auf DVD gebrannt haben und dann gegen Freibier da im Heizungskeller umgetauscht haben. Also sorry, also davon weiß ich echt nichts, dazu kann ich nichts sagen. Ach, ist ja lustig. Jetzt lügst du nicht nur für die Lena, sondern auch für den Tobi gleich mit. Boah, Jasmin. Super Nummer, aber nicht mit mir. Jasmin, was willst du eigentlich von mir? Paul, ich weiß alles, Paul. Wollen Sie uns vielleicht erzählen, was Sie alles wissen? 55 StPO, Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten. Das kann ich schon gerne machen. Ich habe nämlich nicht nur gesehen, ja, wie der Tobias in den Heizungsraum da gegangen ist und die Filme da runtergebracht hat, sondern auch, wie der Paul die ganzen Tüten hochgeschleppt hat und dafür das Bier runtergebracht hat. Wie bitte? Auf einmal jetzt. Auch Sie müssen sich selber nicht belasten, 55 StPO. Stimmt das, Herr Kreuz? Nein, das stimmt nicht. Ach, hör doch auf, ja. Also, du brauchst jetzt gar nicht zu lügen, ja. Die bekommen sowieso raus, dass du da jetzt voll mit drin hängst, ne? Die haben nämlich bei dem Tobi auf dem Rechner auch die ganzen Filme gefunden, obwohl er sie schon gelöscht hatte. Was übrigens genau in der Tatnacht passiert ist und deswegen ausgesprochen dumm war, Herr Bergmann. Verdammt, ausgesprochen dumm ist ein super Stichwort. Ich habe Sie doch vorhin, Frau Ansbach, ausdrücklich gefragt, ob Sie mitbekommen haben, wer das Bier in den Heizungsraum gestellt hat. Und warum haben Sie da nicht erwähnt, dass der Herr Kreuz auch was mit diesen Dateien und dem Bier zu tun hat? Ja, wegen Lena. Die steht doch total auf dem Paul. Ich wollte ihn eigentlich auch noch mit reinziehen. Aber wenn er sich dir so extra blöd stellt, dann muss ich einfach die Wahrheit sagen. Aber was du sagst, ist gelogen. Ich habe nie von irgendwelchen DVDs was gewusst. Ja, und ich auch nicht. Mir kommt die ganze Sache mehr als komisch vor hier. Vielleicht haben Sie ja, Herr Kreuz, die Jasmin Ansbach eingesperrt, weil Sie Angst davor hatten, dass Sie verpetzt werden mit Ihrem illegalen Filmhandel, den Sie wahrscheinlich gemeinsam mit Tobias Bergmann betrieben haben. Quatsch. Ganz sicher nicht. Also es fängt an, abenteuerlich zu werden von Verteidigern. Einfach mal das Stichwort Mutterinstinkt vielleicht sich vor Augen führen. Der Mutterinstinkt war es, der ihre Mandantin dazu getrieben hat, die Tat zu begehen. Denn sie wollte schnell nach Hause zum kranken Jonas. Die Freundin hat nur Disco und Jungs im Kopf gehabt, wollte den Abend in die Länge ziehen. Und das hat ihre Mandantin nicht ertragen, hat sie eingesperrt. Das liegt doch viel mehr auf der Hand. Nee, warum hätte ich sowas denn machen sollen? Wenn ich so einen Mist mache, weiß ich doch ganz genau, was passiert. Dann nehmen Sie mir doch gleich den Sohn weg. Wer nimmt Ihnen Ihren Sohn weg? Das Jugendamt. Also Entschuldigung, wieso soll das Jugendamt Ihnen Ihren Sohn wegnehmen? Man sieht doch deutlich, dass Sie sich sehr intensiv um Ihren Sohn kümmern. Ja. Ja. Also, und aufopferungsvoll, das sieht doch aus Jugendamt. Ja, trotzdem. Ich habe halt aber mal gelesen, dass man einer 19-Jährigen ihre Tochter weggenommen hat, weil sie einen Lippenstift geklaut hat. Naja, so steht es vielleicht manchmal in der Boulevardpresse, aber da muss sicher mehr zusammenkommen, dass man einer Mutter ihr Kind wegnimmt. Da reicht sicher nicht ein einfacher Ladendiebstahl. Wenn ich heute verurteilt werden sollte, dann würden Sie mir auf jeden Fall Jonas wegnehmen. Ach, Frau Schneider, das wird doch nicht passieren, ganz sicher nicht. Von meiner Seite vielleicht aus auch noch mal, das, was ich Ihnen vorwerfe, ist nun mal eine Straftat. Aber es gibt natürlich dann eine ganze Bandbreite, wie scharf eine Strafe zu beurteilen und zu verurteilen ist am Ende. Wir reden hier schon von einer Strafe, die eher am unteren Rand anzusiedeln ist. Also ich kann Ihnen eins sagen, das, was heute vielleicht ganz kurz, sind Sie so nett, Frau Verteidigung, lassen mich das kurz noch der Angeklagten sagen. Das, was ich hier vorhabe, würde in jedem Fall in dem Bereich liegen, dass Sie Ihr Kind niemals verlieren werden an den Staat. Also da können Sie sich drauf verlassen. Prima. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das sagen Sie jetzt einfach nur, damit ich alles gestehe und Sie gewonnen haben. Nein, also da muss ich jetzt auch mal einschalten. Der Herr Staatsanwalt hat Ihnen da schon die Wahrheit gesagt. Niemand will Ihnen Ihr Kind wegnehmen. Dafür sind wir doch heute gar nicht da. Wir sind dazu da, die Wahrheit herauszufinden. Und herauszufinden, wer die Jasmin Ansbach in den Heizungskeller gesperrt hat und wer deshalb natürlich auch für diese Verletzung. Ja, schau dir ruhig an, wie mein Rücken wegen dir ausgesehen hat. Das war kein Spaß, kann ich dir sagen. 60 Stiche, ja? Und du das nur, weil du dich mit Händen und Füßen dagegen wärst, auch mal Spaß zu haben. Aber ich wollte doch überhaupt nicht, dass du dir so weh tust. Soll das heißen, Sie haben die Jasmin da in den Heizungskeller gesperrt? Ja. Na super. Ich war sauer und... Ich war total in Sorge um Jonas, er war doch krank. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich zu ihm. Außerdem war ich den ganzen Abend total sauer auf dich. Warum das denn? Warum? Ganz einfach, weil du die ganze Zeit nur an mir rummeckerst. Du kritisierst mich die ganze Zeit über. Du kannst dich überhaupt nicht in meine Lage reinversetzen. Das verletzt mich und es tut mir leid. Außerdem das mit dem Auto. Ich weiß doch, wie affig du dich damit verhältst. Und was hätte ich denn machen sollen? Du hättest mir nie freiwillig die Schlüssel gegeben. Und als du dann noch mit Paul anfingst, da war es bei mir ganz am Ende. Wirklich, ich war einfach total fertig. Ja, von deinen Entschuldigungen verschwindet meine Narbe auch nicht. Es tut mir so leid. Naja, ich denke, da gibt es noch einigen Redebedarf zwischen Ihnen. Zwischen den Freundinnen. Wenn das überhaupt passt. Zwei Frauen in so unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir stellen, ja, zunächst mal, gibt es noch Fragen an Herrn Kreuz? Keine. Kreuz, Sie bleiben unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Auch die Jasmin Ansbach bleibt weiterhin unvereidigt. Dann stellen wir noch fest, dass die Frau Ansbach vorm und fristgerecht Strafantrag gestellt hat am 28.09.2009. Dann hören wir uns bitte noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe an. Frau Achenbach, bitte. Nun, ich denke, es ist ja deutlich geworden, dass Lena ihre Rolle als Mutter sehr ernst nimmt und sich auch wirklich aufopferungsvoll um den Kleinen kümmert und auch versucht, alles so selbstständig wie möglich zu erledigen. Dieser reife Vorsprung steht jedoch einer nicht unerheblichen Reifeverzögerung gegenüber. Denn Lena würde das alles nicht so einfach schaffen, wenn sie nicht noch daheim wohnen würde. Und sie sieht es gar nicht ein, dass sie das alles ohne die Hilfe ihrer Eltern gar nicht schaffen könnte. Ihre Eltern sind eine große Hilfe im täglichen Ablauf. Das zeugt jedoch einfach von ihrer Unreife noch, auch wenn sie das nicht gerne hört. Ich denke, dass Lena zwar reif genug ist, ein Kind zu erziehen, dass ihre eigene Entwicklung dabei jedoch ein bisschen zu kurz kam. Deswegen würde ich im Falle einer Verurteilung zu Jugendstrafrecht raten. Danke, Frau Achenbach. Gibt es hierzu noch irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Fragen? Wir stellen noch fest, dass die Angeklagte nicht vorbestraft ist. Verlesung von Erziehungsregister und Bundeszentralregister, keine Eintragung. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Frau Verteidigerin, um vielleicht zunächst mal für die Angeklagten eine Lanze zu brechen. Viele Singles vergessen tatsächlich immer, dass sie die Pärchen von morgen und die Eltern von übermorgen sind und oftmals dann viel häuslicher und zurückgezogener sind als die Pärchen und Eltern, die sie jetzt gerade noch so schön kritisieren. Das kann dann manchmal nerven, da kann man jeden Nicht-Single verstehen, das kann auch wütend machen, kann auch mal zur Weißglut bringen. Aber wenn es einen zu einer Straftat bringt, dann geht es natürlich zu weit. Und so war es bei der Angeklagten. Das hat sie hier ja durch ihr Geständnis am Ende noch mal eingeräumt. Das muss also bestraft werden. Jugendrecht findet Anwendung. Da kann ich mich ganz ganz klar auf die Ausführungen der Jugendgerichtshilfe beziehen. Ich denke aber, dass hier ein, naja, sehr kräftiger Schuss von Bug ausreichen wird im Sinne von Sozialstunden. Das aber dann doch recht hoch angesetzt. 80 Stunden stelle ich mir da vor, mit zwei Effekten. Zum einen führt der Angeklagte noch mal sehr deutlich vor Augen, was sie da Schlimmes getan hat. Zum anderen muss sie bei 80 Sozialstunden auch mal dann wirklich lernen, das Ganze zu deichseln und das Kind auch mal aus den Händen zu geben. Zum Beispiel zu den Großeltern oder zu Freunden. Und vielleicht hilft es ja dann der Angeklagten ein bisschen wieder ins Leben reinzufinden und sich nicht mehr ganz so vor den Mitmenschen zu verschließen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, meine Mandantin hat überreagiert. Es wäre aber zu dieser Kurzschlussreaktion niemals gekommen, wenn sie sich nicht so zerrissen fühlen würde zwischen ihren eigenen Ansprüchen an sich als Mutter und den Anforderungen, die die Umwelt an sie stellt. Das Verhalten meiner Mandantin bei der Tat zeigt natürlich deutliche Reifeverzögerungen. Deswegen schließe ich mich den Ausführungen der Jugendgerichtshilfe an und es ist Jugendstrafrecht anzuwenden. Aber beim Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund und nicht die Sanktion. Deswegen finde ich den Antrag, den die Staatsanwaltschaft hier gestellt hat, völlig unangemessen. Meine Mandantin ist eine junge Mutter, die gleichzeitig einen Halbtagsjob erledigt, die keine Vorstrafen hat, deswegen ist nicht von schädlichen Neigungen auszugehen. Sie hat ein Geständnis abgelegt, sie bereut die Tat, sie hat sich bei der Geschädigten entschuldigt. Daher beantrage ich meiner Mandantin, die Weisung aufzuerlegen, eine geringe Anzahl von Arbeitsstunden, zum Beispiel in einem Mutter-Kind-Haus zu erbringen. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Ja, Frau Schneider, Sie haben nun beide Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst verteidigen. Und Sie haben auch das letzte Wort. Also, es tut mir einfach nur leid, was passiert ist. Und ich wollte wirklich nicht, dass Jasmin sich so wehtut. Dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Lena Schneider ist schuldig der Freiheitsberaubung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeuges, § 229, 230 Absatz 1, 239 Absatz 1, 248 b Absatz 1 und 352 Strafgesetzbuch. Ihr wird deshalb auferlegt, an 15 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Dass ich mich hier den anderen anschließe und Jugendstrafrecht zur Anwendung bringe, das ist ein Zeichen von großem Wohlwollen, denn sie sind sehr weit für ihr Alter. Sie sind viel weiter als die meisten Altersgenossen. Seit 2 Jahren kümmern sie sich um ihren Sohn, erziehen den, sind finanziell halbwegs unabhängig, machen das Ganze ganz offensichtlich sehr verantwortungsvoll, aufopferungsvoll, mit einer großen Ernsthaftigkeit. Das wirkt alles sehr vernünftig und erwachsen und sie sind zufrieden damit. Ja? Darauf können Sie stolz sein. Aber es gibt eben auch die andere Seite der Mutter, nämlich die Tochter Lena Schneider. Und als Tochter haben Sie ganz offensichtlich immer diesen Wunsch nach Anerkennung, Anerkennung als Erwachsene, Anerkennung dafür, was Sie tun und was Sie leisten. Das ist Ihr gutes Recht. Und ich meine, vielleicht sollten die Eltern das auch öfter mal zeigen, diese Anerkennung. Sie können zufrieden sein mit ihrer Tochter, das muss ihnen doch mal klar sein. Aber sie sollten auch ihren Eltern abnehmen, dass die sich einfach Sorgen machen. Wie Eltern sich immer Sorgen machen, das wissen sie doch selbst am allerbesten. Und ihre Eltern machen sich vor allem Sorgen um sie, ob sie nicht zu kurz kommen. Und ist das nicht gerade ein Zeichen für die Liebe ihrer Eltern? So, und jetzt kommen wir mal zu dem, worum es hier eigentlich geht. Der Staatsanwalt hat gesagt, was sie Schlimmes getan hat. Was hat sie denn Schlimmes getan? Sie hat die Freundin in den Heizungskeller gesperrt, hat sich deren Autoschlüssel genommen und ist heimgefahren, und zwar aus Sorge um ihren Sohn. Das ist nicht in Ordnung, das wissen Sie. Die Verletzungen sind schlimm. Nicht so sehr, was sie getan hat, die Verletzungen sind schlimm. Damit hätte sie rechnen müssen, aber es sind doch eher atypische Verletzungen. Ja, ich meine, man muss ihnen klar machen, sie müssen einstehen für das, was sie getan haben, aber ich glaube, das kommt sehr schnell bei Ihnen an. Deswegen meine ich, es reichen wirklich wenige Arbeitsstunden. Sie arbeitet ja schon halbtags. Also loslassen ist gut, da haben Sie schon recht. Aber das tut sie ja schon halbtags. Mir gefällt eigentlich der Vorschlag gut mit dem Mutter-Kind-Heim. Vielleicht ist es wichtiger für Sie, dass Sie mal schauen, wie machen das andere Mütter? Wie kommen denn die zurecht? Und deswegen meine ich, 4 Nachmittage in der Mutter-Kind-Einrichtung sind hier durchaus ausreichend. Gegen das Urteil können Sie noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Ja. An alle vielleicht. Wichtig ist doch, dass man einfach ein bisschen mehr Verständnis für unterschiedliche Lebenssituationen zeigt. Gilt auch für die Freundin, gilt für sie natürlich auch in Bezug auf die Freundin und für die Eltern sowieso. Und dass man dieses Verständnis nicht unbedingt durch Einsperren ausdrückt. Also wenn jeder, der abends noch nicht nach Hause, sondern ein bisschen länger bleiben will als seine Begleiter, eingesperrt würde, dann hätte ich schon einige Nächte im Heizungskeller verbracht. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Tobias Bergmann und Paul Kreuz wurden wegen unerlaubter Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt. Jasmin Ansbach wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.